Hallo liebe Paper Mario Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Paper Mario 2 beziehungsweise Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Ich habe den Titel jetzt beim dritten Mal richtig gehabt, also leck mich. Okay, im letzten Part haben wir eventuell auf dem Weg nach Großfrostheim eventuell auf die Fresse bekommen, was eventuell unschön war. Und eventuell gibt es hier, wie mir erzählt wurde, noch ein Secret Rage, das wir entdecken können in Rohlingen. Und nach dem sollten wir mal schauen, bevor wir weitergehen. Jetzt, wo ich genauso drüber nachdenke, fällt mir auch gerade auf, dass ich das Sternjuwel noch gar nicht abgegeben habe. Ich habe die Sidequest schon gemacht. Wie auch immer, wir sind hier, um das Secret zu begutachten. Ah, das Secret ist irgendwo hier hinten. Und zwar kann ich da mit Irona irgendwie irgendwas wegpusten und dann... Keine Ahnung, was dann passiert. Wurde mir so übertragen, dass es geht. Ich weiß aber auch nicht genau, wo. Ich vermute irgendwo hier, oder? Nein? Da drüben vielleicht? Ah, shit, wo? Oh mein Gott, da ist die geheime Tür! Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich war hier noch nie... Ach du Scheiße, du bist der Typ von der Jobbörse. Was geht ab? Unglaublich, du hast den Hintereingang gefunden. Du weißt ja, unsere Aufträge sind teilweise ziemlich heikel. Verrate also bitte niemanden, dass wir es sind, die die Jobagentur betreiben. Alter, die Jobagentur wird von den Verbrechern geleitet. Oh mein Gott, das war alles, was hier drin gibt, oder? Das war alles. Dieser Gegenstand hat etwas zu geben. Nein, das war noch nicht alles. Hier geht es doch irgendwo was. Das spüre ich doch. Wo? Wo ist es? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns im Winterteil. Oh mein Gott, ich habe was gefunden. Yay, Sternsplitter. Danke, Nagarine. Vielen Dank. Ich habe wieder eins gefunden. Mann. Manchmal findet echt eine Menge von der Scheiße, wenn man mit Nagarine mal ein bisschen unterwegs ist. Ich hatte ja keine Ahnung. Und hier gibt's noch mehr. Hier gibt's doch mehr! Okay, wir werden jetzt noch einen Sternsplitter finden, okay? Ja, in der Gegend scheint es was zu geben. Shit. Okay. Ist also eher hier in der Gegend, oder? Nein, sie hüpft nicht. Verdammt, wir sind falsch! Hier drin ist irgendwas! Erstmal nehmen wir uns den Honigpilz mit, den sie vor Jahren mal zubereitet hat, okay? Wo ist hier was? Du bist doch gerade eben gehüpft. Hier in der Gegend, ja? Hä? Ach, du hast vorhin zu dem Fuckteil hingezeigt, oder? Zu dem Honigpilz, kann das sein? Ah, das ist ein bisschen lame. Aber gut, wo ist das nächste Secret? Links, ja. Ist es hier irgendwo? Es ist hier irgendwo! Wieder was gefunden! Sternsplitter! Yes! 6 Sternsplitter, Alter! Ich will die besten Sternsplitter aller Zeit und dadurch mir sämtliche Orden. Seht ihr, aus der Gegend haben wir alles. Oh yeah! Man nennt mich den Sternsplittersucher. Das ist zwar überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Eigentlich warte ich darauf, dass der Prof die Karte übersetzt, damit er mir sagt, ich muss auf den Mond und nach Großfrostheim, aber das ist mir egal. Ich bin jetzt auf der Suche nach Sternsplittern. Ich meine, man muss Prioritäten setzen und Sternsplitter sind aktuell Priorität Nummer 1. Yay. Sonst noch was? Okay, dann haben wir die Gegend auch so weit erschöpft. Wundervoll, ich komme gut voran. Fantastisch. Oh, hier gibt's auch was. Wo ist es, Nagarine? Wo versteckt sich der Sternsplitter? Wo ist der? Sag es mir. Er ist hier. Da drüben. Yes! Sternsplitter! Und? Das ist alles von hier. Wundervoll! Falkenheim! Ich bin bereit, mir deine Sternsplitter einzuverleiben. Das ist das Geräusch, das ich mit Sternsplittern mache. Nein. Okay. Sehr gute Sternsplitter ist Nagarine. Oh nein, ich suche jetzt nicht nach den Sternsplittern, weil ich Angst vor den Wolken habe und mir vielleicht noch ein, zwei coole Orden sichern will, bevor ich zu den, wieder nach Großfrostheim und in das Wintergebiet gehe. Das ist auf keinen Fall so, deswegen wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet, wenn ihr
Und ich behaupten würde, dass das so ist. Ach du Scheiße, das ist ein großes Gebiet. Da kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Wusste, dass ich heute immun gegen hohe Temperaturen bin. Quasi. Ich habe nämlich einen scheiß Ventilator bestellt. Und der kam heute an. Was mich ein bisschen schockiert hat, war, dass er in einen derart großen Karton kam. Dass der verdammte Karton... Jetzt hast du wieder eine andere Fährte, oder was? Hör auf, die ganze Zeit eine andere Fährte aufzunehmen. Einen so großen Karton, dass ich den kaum in die Wohnung reinbekommen habe. Das ist relativ uncool. Das heißt, ich muss dann irgendwie demnächst mal versuchen, einen scheiß großen Karton wieder zu entsorgen. Was überhaupt kein Problem wird, da es auf keinen Fall so ist, dass der Papier- und Pappe-Container bei mir immer innerhalb von 2 Tagen voll ist. Der Hotelgutschein enden oder was? Oh Junge, da war es wert. Okay, es gibt noch mehr. Zeit, wo die Sternsplitter sind. Ich will die Sternsplitter! Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache. Ich glaube, ich bin noch nie mit einer Garine losgezogen und habe nach Sternsplittern und sowas gesucht. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mache. Aber es fühlt sich richtig an. Steht ihr? Es fühlt sich richtig an. Genauso wie die Liebe von einem Klempner zu einer Ratte. Es fühlt sich einfach so richtig an. Oh, wer kommt der Scheiße immer näher bei der Telefonzelle? Ja, yeah, hier ist es irgendwo hier hinter. Yes! Sternsplitter! Sonst was? Es gibt noch was! Okay. War da gerade... Ne, war kein Sternsplitter so bei dem Eis. Das Eis, das leidet nur unter schrecklichen Kanten. Man sieht ja das Eis. Das riesige Eis, das da rumsteht. Das sieht nicht ganz so schön aus. Aber gut. So, wo haben wir denn den... Den nächsten Sternsplitter hier oder was auch immer? Gute Nagarine, hier auf dem Stern? Nein. Da hinten vielleicht. Hier. Ja, yeah, hier ist was. Und? Yes! Sternsplitter! So, das sollte alles von hier gewesen sein. Wundervoll. Das bedeutet, wir können hier jetzt nach Falkheim reingehen. Meine Fresse, wenn man die Scheiße finden will, dann kann man das wirklich machen. Ich glaube, da kann man Jahre mit verschwenden. Und das mache ich jetzt auch. So, haben wir hier irgendwas? Nein, hier haben wir nichts. Okay. Manchmal kann es natürlich auch schneller gehen, wenn es einfach nichts gibt. Ach ja, und die Arena wird wahrscheinlich voll sein, oder? Ist sie wieder leer oder voll? Die ist voll. Dagegen scheint es eh nichts Besonderes zu geben. Ich gehe dann wieder, nachdem es in dieser Gegend nichts Besonderes zu geben scheint. Dann verziehe ich mich. Geht mir aus dem Weg. Aus dem Weg, ihr Narren. Aus dem Weg. Also schaue ich noch, ob es hier hinten was gibt. Und wenn nicht, dann... Hier gibt es nichts. Wenn nicht, dann gehe ich wieder. Hey, ich hab was, glaube ich. Und? Geh da weg. Haben wir hier was? Komm schon. Yes! Sternsplitter! Was ist aus diesem Gebiet? Ja, das war alles. Ich bin übrigens hier in der Kanalisation. Und ich habe das Ziel, mir ein paar geschmeidige Orden zu holen. Oder einen guten von dem Typen hier. Ich meine, wir haben genug Münzen dafür. Allerdings vorher bin ich noch auf der Suche nach ein, zwei Sternsplittern. Wo versteckt sie sich hier in der Kanalisation? Wo versteckt ihr euch? Ich werde euch finden. Na, shit. Ich glaube, hier ist er nicht. Da oben vielleicht? Wo ist hier der Sternsplitter? Hier irgendwo? Wie sieht's aus? Links? Links? Rechts, okay. Verdammt. Links. Rechts, okay. Wo ist die Scheiße? Hier irgendwo? Kann ich da oben eigentlich irgendwie drauf? Moment mal. Ich sehe ja doch einen Schatten auf der Säule. Zähl mir doch nichts. Ich sehe dich, du Schatten. Oh, hier ist was. Warum bist du gerade aufgesprungen und jetzt nicht mehr? Doch, jetzt springt sie wieder, wie eine Ratte. Gefunden! Wundervoll, wundervoll. Ich bin wahres Naturtalent in Sachen Sternsplitter finden. Auch hier drüben ist noch was. Oh Gott, wie soll ich die Scheiße jetzt finden? Hier ist noch mehr. Ah, ist ein unfassbar kleiner Abschnitt. Was kann hier denn noch sein? Irgendwas mit der Säule hier, oder? Ist doch mit der Säule, erzähl mir doch nichts.
Warte mal. Seht ihr diese Stange hier? Könnte ich nicht theoretisch... Oh mein Gott, das geht wirklich! Oh mein Gott! Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ich glaube, ich war hier noch nie. Okay, wir decken hier gerade die Secrets auf, Leute. Die krassen Secrets. Was will ich jetzt hier drüben? Warum kann ich hier rüber? Hä? Was soll das denn? Warum kann ich da rüber, wenn es da nichts gibt? Das ist ziemlich verwirrend. Das ist eine Insignie! Oh mein Gott! Insignie! Bam! Irgendwo hier ist was. Da ist es. Yes! Sternsplitter! Woo! Da fällt mir was ein, wir können mal eine Geschichte von dem Typen erlauschen. Ich glaube, der hat coole Sachen erzählt. Sei gegrüßt, ich bin der geniale Tippgeber Fabulas. Ich verfüge über viele wertvolle Informationen. Bestimmt können die einige davon sehr nützlich sein. Wenn du etwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Ich möchte was wissen. Du möchtest also den Tippgeber Fabulas etwas fragen? Für 5 Minuten erkläre ich dir etwas über die Spielhalle. Nein. Wenn du etwas wissen willst, kannst du mich jederzeit fragen. Ja. Über Professor Gumballs Papierkorb, nein, kennen wir auch schon. Weil kannst du mir sonst noch erzählen. Für 5 Minuten erkläre ich dir etwas über Glück durch Bubus. Okay, erzähl mir das. Irgendwo auf dieser Welt soll es den Wunderwald geben. Dort leben witzige Wesen, die Bubus. Es soll Glück bringen, wenn man diese Bubus zu Gesicht bekommt. Anscheinend gibt es Leute, die extra den Wunderwald reisen, um sie zu sehen. Also dann, wenn du wieder mal was wissen willst, komm vorbei. Ich hatte in Erinnerung, dass du interessante Dinge erzählst. Ich habe mich getäuscht. Ja, war ja mal gar nichts. Okay, damit haben wir hier auch alles gefunden. Wundervoll. Das bedeutet, ich kann mir einen geilen Orden kaufen. Hallo. Tauschen. So, 13 Punkte haben wir. Damit können wir uns im Grunde alles holen. Kampf kannst du nach Auswahl direkt eine Aktion ausführen. Das wäre eigentlich unfassbar gut. Herzlein sollte ich mir auch wieder reinpacken. So, wisst ihr was? Schnellwechsel. Schnellwechsel auf jeden Fall eine Sache, die ich... 7 Ordenpunkte. Ups. Nein. 7 Ordenpunkte. Oh, Junge. Das ist ein bisschen sehr viel. Na, soll es. Holen wir uns die Scheiße. Ich will meine Orden eh nochmal kurz ein bisschen überarbeiten. Denn ich habe eigentlich ein paar Orden drin, die ich nicht wirklich brauche. Zum Beispiel. Oder habe ich noch welche drin, die ich nicht wirklich brauche? Also, gehen wir mal alles durch. Stachelschild. Definitiv, dann kann ich auf Stachelgegner hüpfen. Sparblüte. Spare ich BP. Ist nicht komplett verkehrt. Verteidiger, mehr Verteidigung auf jeden Fall. Bei erfolgreichem Einsatz des Action-Kommandos für Maus-Verteidigung sinkt erlittener Schaden um 1. Könnte ich eigentlich drauf verzichten. Dann BP Plus und KP Plus brauchen wir auf jeden Fall. Kraft Plus auch auf jeden Fall. Ganzen Hammerorden nicht wirklich. Multisprung will ich behalten. Eispower. Machen wir keinen Schaden beim Sprung auf brennende Gegner. Erhöht Angriffskraft gegen feurige Gegner um 1 und senkt. Den durch diese Gegner zufügten Schaden um 1. Nee, wir haben aber Eisgegner, keine Feuergegner. Dann haben wir sonst noch was, wenn ich brauche. Nee, sonst brauche ich eigentlich alles. Im Großen und Ganzen. Shit. Weil könnte ich mir noch schönes. Ach, wisst ihr, was ich mir reinpacken sollte? Herzilein. Denn Herzilein war der Shit. Kampfwut ist. Vorsichtig geboten, erhöht sich Marius Angriffskraft um 2. Klar, nehmen wir uns davon was. Okay. Herzilein bedeutet, ich sollte wieder regelmäßig Leben regenerieren und. Ja, das sollte schon ungefähr reichen. Wenn ich so genau drüber nachdenke, brauche ich ja Verteidiger P nicht wirklich. Der Verteidiger P ist leider... wird nicht benötigt. Und dann könnte ich noch zusätzlich... Pass mal auf. Pass mal auf, dann kann ich noch zusätzlich... Den Stachelschild bleibt drin. Herzilein. Kampfwut können wir rauspacken. Gibt zu wenig. Shit. Dann packen wir Herzilein raus. Wenn wir Herzilein rauspacken... Dann könnte ich mir Schnellwechsel reinhauen. Damit kann ich meinen Partner dann... Können sie sofort eine Aktion machen, nachdem sie ausgewechselt wurden. Was eine Sache ist, die mir durchaus immer wieder mal Probleme gemacht hat im Laufe des Spiels, dass sie es nicht können. Mann, ich bin gut. Ey, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Das ist aber spannend. Und wisst ihr was?
Ich kann mein Yoshi als Begleiter bei mir haben. Ach du Scheiße, wollte ich nicht gesehen. Absolut ohne Probleme. Wisst ihr, warum ich ihn absolut ohne Probleme bei mir haben kann? Denn ich kann ihn sofort auswechseln und... Ja, gib mir das Verwirrpulver bitte. Hätte ich gerne, dankeschön. Ich kann ihn sofort auswechseln und sofort den Gegner scannen. Gott, dieser fucking Orden. Ich glaube, der wird ziemlich fantastisch. Wenn ihr mich fragt. Ey, ich glaube, der wird super. So, wir tauschen ihn aus gegen Gumbrina. Und Gumbrina kann sofort scannen. Oh, wundervoll. Das heißt, ich muss auch viel weniger mit Gumbrina kämpfen und kann insgesamt viel effektiver meine ganzen Partner einsetzen. Liebe Leute, dieser Orden könnte alles, was wir bisher gemacht haben, ganz deutlich ändern. Vor allem haben die auch dann auch alle immer volle Leben. Das ist ein Eisschnuffi, die kennen wir schon, die Eisschnuffis. Die sind ziemlich schnufflig, wie ich finde. Au. Au, 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 au. Ah ja, und demnächst sollte ich auch noch... Was eine Sache ist, die ich gern von mir her schiebe, aber... Ein bisschen mehr KP sollte ich mir wirklich demnächst mal reinpacken. Das wäre absolut keine verkehrte Sache. Aber hey, dieses Mal werde ich mich auf keinen Fall von... Fuck, ich wollte auf sie draufhüpfen. Diesmal werde ich mich nicht mehr von den Wolken herumschubsen lassen. Da werdet ihr sehen. Werde ich auf keinen Fall nochmal machen. So. Multisprung. Wir können Multisprung machen. Fuck! Ah, shit. Wir können aber trotzdem austauschen. Wen hätten wir, der alle treffen kann? Rupio könnte zwei treffen, dafür habe ich den Sprung zu sehr verkackt. Irona, keine Ahnung, was du kannst. Pinky! Kennt ihr den Pinkys Superangriff? Den Herdentrieb? Er ist unfassbar fantastisch, pass auf. Drücke L und R abwechselnd. Okay, oh Gott. Ich liebe, das ist einer meiner Lieblingsangriffe im ganzen Spiel. Pass mal auf. Dann kommen die Yoshis angeritten. Ah, oh, wundervoll. Und sie schaden allen Gegnern. Ich meine, der Herdentrieb, das ist der Shit, oder? Er war der Shit, der Angriff. Oh mein Gott, der eine Ort, den ich mir geholt habe. Das mit dem Partner sofort auswechseln. Oh, das ist so gut. Ich kann jetzt so effektiv meine Partner nutzen. Gut, das gerade eben mit dem Herdentrieb war nicht sonderlich effektiv genutzt, gebe ich zu. Aber ich wollte euch den Angriff mal zeigen. Sternsplitter, dich sehe ich. Mach mir nichts vor. Ach du Scheiße. Eispiranha-Pflanze. Au. Nein! Oh, ich wollte sie doch mit dem Hammer hauen. Buh! Piranha-Pflanze. Buh! So, ich würde mal sagen, der gute Mario-Man, der macht jetzt mal einen geilen Multisprung. Wobei es wahrscheinlich dumm wäre. War wahrscheinlich, hätte ich lieber mal einen austauschen sollen. Ach du Scheiße. Was machen wir am besten? Wisst ihr was? Die Situation ist mir gerade zu brenzlig. Wir schalten sie einfach alle aus. Ich will nicht riskieren, dass die mich alle drei angreifen können. Deswegen... Ne, das waren nicht die einzigen, die wir davon treffen werden. Das schien mir jetzt so ein bisschen sicherer zu sein. Alter, seht ihr, wie gut ich gerade unterwegs bin? Verdammte Scheiße. Wow, MOP, du bist außer Kontrolle, wenn du deinen Partner einfach so wechseln kannst. Oh, shit. Ja, ich brauche nur ein bisschen mehr BP. Weil meine Partner, die müssen auf jeden Fall mit Blütenpunkten Angriffe machen. Da ist ihr Standardzeug halt echt nicht so stark. So, der Kampf ist auch so gut wie gewonnen. Wundervoll. Wir machen einfach einen Sprung auf dich, mein liebes Wölkchen. Dann bist du auch down. Dann tauschen wir den guten Kubio aus. Gegen Gumbrina. Und ich muss mir echt angewöhnen, dass ich meine blöden Partner vor Mario stellen muss. Die haben alle so viel mehr Leben. Jetzt kann die Pflanze. Da ist ein Frostpiranha. Frostpiranha sind eiskalte Piranha-Pflanzen. Maximal KP 10, Angriffskraft 5. Ihr Biss lässt sich manchmal gefrieren. Erledigen sie also lieber Feuer selbst. Feuerattacken mögen diese Biester gar nicht. Das solltest du ausnutzen. Hm. Vielleicht soll ich mit Barbara kämpfen. Okay. Okay. So, du wirst ausgetauscht, Gumbrina. Du kannst da nämlich nichts machen gerade. Wie viel Schaden macht Bardom eigentlich inzwischen? Da würde ich gerne mal sehen. Bardom, was machst du? Bam. 7 Schaden. Alles klar. Das ist nicht so optimal viel, aber gut. Ach ja, ich mache ja mehr Schaden, wenn ich geschwächt bin. Mario macht jetzt mit jedem Sprung 9 Schaden, liebe Leute. Das heißt, ich könnte jetzt alle Gegner, die es hier gibt, mit einem einzigen Multisprung ausschalten. Verdammte Scheiße. Ich bin unbesiegbar. Fuck. Unbesiegbar, sage ich. Oh mein Gott, Leute. Nein. Ich habe keine BP mehr. Und du behältst deine scheiß Dose für dich. Boom. Ich habe keine BP mehr. 5 KP und 5 BP stellt er wieder her. Mach auf dich selber. Mach auf Bartom. So, KP sind bei dir aufgeheilt. Gut, das heißt, Mario bleibt geschwächt. Und die BP sind für uns beide. Liege ich da richtig? Ja, liege ich. Wundervoll. Okay, Multisprung.
Oh shit! Oh shit, die haben 10 Leben! Bartomp! Du musst jetzt stark sein! Sei stark, Bartomp! Sei so stark wie nie zuvor! Ups. Dann habe ich eventuell nicht perfekt durchdacht. Unter Umständen. Eventuell. Uff. Was kann eigentlich Nagarine alles? Mit dem Kampf doch gar nicht eingesetzt. Schwindelig, mache Gegner schwindelig und eventuell bewegungsunfähig. Die ist gut. Klaut dem Gegner Items und Orden. Maulschelle, Schlag, der die Verteidigung des Gegners umgeht. Oh, das ist interessant. Prinzipiell. Ich sage, wir machen aber den Klassiker. Wir gehen wieder zum guten Kubio. Dann macht der Kubio. Eigentlich ist es bescheuert, wenn ich den Powerpanzer mache. Der braucht nur zu viel BP. Ah! Bring ihn um, Kubio! Warum überlege ich hier gerade? Seht ihr, das ist gerade das Problematische, dass ich die Partner so schnell auswechseln kann. Ich habe zu viel Auswahl. Ich kann mir nicht entscheiden, was ich machen soll. Wobei das hier mit den Fuckviechern natürlich richtig blöd gelaufen ist, weil die 10 Leben hatten. Mann, das war unschön. Aber hey, wir haben Level Up. Das bedeutet mehr Ordenpunkte für mich. Ja. Yeah. Wow, wie überraschend, Herr Mopi. Mehr Ordenpunkte für dich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, doch, wirklich. Tatsächlich. So. Orden erhöhen sich. KP erhöhen sich. BP erhöhen sich. Ich weiß nicht, inwiefern sich Orden erhöhen. So nicht, würde man sagen. Zum Thema Orden. Ich packe mir jetzt einfach mal, so wie ich es prophezeit habe, nutzen wir jetzt dieses Level Up und packen uns jetzt wirklich. Was ist Blumensegen? BP regenerieren sich langsam während des Kampfes. 5 BP mehr oder? Sie was, wir hauen uns das rein, damit sie sich langsam während des Kampfes regenerieren. Und dann. Dann nehmen wir noch eine andere Fähigkeit, die wir rauspacken können. Und das ist Kampfwut. Packen wir raus und holen uns dafür Herzielein. So, und dann regenerieren wir BP und KP während des Kampfes. Mein Gott, MOP! Gibt es irgendwas, das du nicht kannst? Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es nichts. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich meine, Alter, diese Skills, die ich hier raushaue, unglaublich. Unglaublich, sage ich euch. So austauschen. Wie stark ist eigentlich Pinky inzwischen? Irona ist übrigens immer noch der einzige Partner, der kein bisschen hochgelevelt wurde. Wirf Eier auf die Gegner und lass sie schrumpfen. Mäh. Mäh. Ich weiß nicht. Und? Mach deinen super Angriff. Okay, die machen alle 7 Schaden. Ich dachte, Bartom wäre stärker als alle anderen. Aber inzwischen bin ich mir dann nicht mehr so sicher, ob das wirklich ist. Ich glaube nicht, dass Bartom stärker ist als alle anderen. Ich habe das Gefühl, sie sind alle relativ gleich stark. Ich glaube, Gumbrina müsste sogar am stärksten sein von all meinen Begleitern. Traurigerweise, weil sie einen Doppelsprung hat. Und er einfach mehr Schaden macht. Da ist auch ein Sternsplitter. Ja, da ist keiner. Box. Orden. KP Plus für einen Partner. Es gibt KP Plus für einen Partner? Das ist interessant. Ha! Ich wusste, dass da ein Sternsplitter liegt. Ich wusste es! Oh, wir sind in Großfrostheim angekommen. Und die Besonderheit von Großfrostheim ist, dass es bitterkalt ist. Großfrostheim! Ziemlich ins Kampf und wo ist jetzt die Kanone zum Mond? Schätze, wir fragen mal die Dorfbewohner. Was meinst du, Bomber? Wenn wir sowas so machen, ich bin Bomber Luigi, habt ihr gehört? Ich bin Bomber! Ihr nicht, ihr seid nur Bob-Oms. Mit schicken Mützen und Touristentorts, das geht ab. Wir haben Edelpreis die ganze Welt. Eigentlich wollten wir in Großfrostheim Skifahren und Eislaufen, aber hier ist ja gar nichts los. Oh, es ist so kalt, wie es so kalt hier. Ich hab doch gleich gesagt, wir sollten erstmal den Reiseführer nachlesen. Hättet ihr mal besser gemacht. Sag mal, wo kann ich hier speichern? Ich würde ja gern mit den ganzen Bob-Oms jetzt Gespräche anfangen. Aber noch lieber würde ich mein Spiel abspeichern. Oh, das sieht mir fucking Belvis. Ich sehe dich genau da hinten. Das sieht mir aus, als ob ich hier speichern könnte. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir sind gut vorangekommen. Und ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass ich meine Kampfstärke in diesem Part wieder mal ein gutes Stück steigern konnte. Was mich sehr, sehr glücklich macht. Nehmt das, alle Leute, die an mir zweifeln und sagen, langsam wird es zu schwer für mich. Ich werde meine Taktik nicht ändern, okay? Ich werde sie nicht ändern und es wird nie zu schwer für mich. Merkt euch das. Dankeschön. Ich meine, Leute sagen mir von Anfang an sagen mir, das wird nicht lang gut gehen, wenn du keine KP wirklich erhöhst und sowas. Und jetzt seht mich an. Seht mich an. Kapitel 7.
Und wir haben nicht wirklich Probleme. Zumindest jetzt, wo ich meinen Partner beliebig wechseln kann. Okay, aber bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.